Hey ho und willkommen in der wunderbaren Welt von Horizon Zero Dawn. Ich hoffe, ihr genießt die Reise genauso wie ich und dann viel Spaß. Lass mich in Ruhe, Fremde. Ich brauche keine Söldner. Ich brauche ein Wunder, das mir sagt, wer meine Männer ermordet hat. Ich kann gut Spuren lesen. Vielleicht kann ich helfen. Was ist passiert? Das war Massenmord. 5 Nachtwächter geschreddert wie Weißkohl hier im Steinbruch. Mhm. 5 Männer ermordet? Wie? Weiß nicht. Einer war ein Kumpel von vor der Befreiung. Wir haben hier als Sklaven des verrückten Königs gearbeitet. Mein Freund, möge er ewig im Licht schreiten, konnte kämpfen. Wer das getan hat, muss trickreich gewesen sein. Okay. Was ist mit Maschinen? Eher nicht. Hier ist alles gut gesichert und Opfer von Grauhabichten sehen anders aus. Das ist eigenwillig. Kam dir hier irgendetwas seltsam oder ungewöhnlich vor? Mal sehen. Oh ja, Leichenteile und das Blut. Verzeihung, ich stehe unter Druck. Ich bin Mord nicht gewohnt. Nein, nichts Ungewöhnliches, ja, außer, dass wir neulich ein bisschen gesprengt haben. Und Sarawat sagte, nein, das ist zu dämlich. Mhm. Setzt ihr hier Sprengstoffe ein? Klar, wir müssen immer mal Felsgestein abtragen. Das machen wir etwa eine Woche pro Jahr. Aber das hat nichts mit den Toten zu tun. Sie wurden zerrissen und nicht gesprengt. Ja, okay. Was genau hat Sarawat gesagt? Oh, gar nichts. Er brabbelte was von einem Steinhaufen. Sagte, er sei gestern noch nicht da gewesen. Ich sagte, dass dies ein Steinbruch ist, wo Steinerücken nun mal dazugehört. Da kommt es schon mal vor, dass man Steine bewegt, Trottel. Hm. Vielleicht war es auch was anderes. Ich weiß, was sie umbrachte. Eine Maschine, die in der Erde haust. Man nennt sie Steinbrecher. Sie werden von lauten Geräuschen angezogen. Das Sprengen von Felsgestein. Eine Mordmaschine im Gestein. Toll. Was im Namen der Sonne soll ich dagegen unternehmen? Nur abwarten. So etwas ist meine Spezialität. Ja. Steinbrecher. Ich guck mal lieber nochmal, weil die letzten habe ich ja jetzt nicht so geil gekillt. Aber jetzt offene Arena, da möchte ich schon ein bisschen mehr wissen. Genau der hier. So, harte Außenhülle, synthetische Muskeln, bla bla bla. Schwäche Eis. Okay, die Arme auf Abriss. Schwäche alles. Schwäche alles. Okay, Eis habe ich nicht. Eis habe ich nicht. Ich habe aber die hier, die haben auch einen ganz guten Abriss. Die sollten es auch, glaube ich, werden. Dann kann ich mich eigentlich gar nicht großartig mehr darauf vorbereiten. Ja, hier ist halt richtig ordentlich Abriss. Okay. Ja, die haben halt Feuer. Feuer ist halt... Da sind die nicht ganz so empfindlich. Eisbombe mit der Schleuder. Wäre eine Möglichkeit, aber ich glaube, die Schleuder ist einfach schlecht. Als dass das Sinn macht. Okay, Nebenquest. Blut auf Stein. Da oh, unten. Das ist schön. Ich bin froh, dass ich angehalten habe. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich froh bin, dass ich hier angehalten habe. Das wird sich zeigen. Gehen wir da mal runter. Und schauen uns an, was dieser gute Steinbruch zu bieten hat. Das geht ganz schön schnell. Mhm.
Untersuche den Haufen, untersuche den Sprengstoff. Ja. Okay. Ich bleib mal recht entspannt. Der Haufen da ist bestimmt mein gegnerisches Ziel. Untersuchen wir das mal. Nicht gerade wenig. Okay, wir nehmen das natürlich alles mal mit. Sonst sehe ich hier aber fürs Erste nichts. Okay, wir haben die Lorbehälter, die könnten wir theoretisch nutzen. Für diesen Kampf. So, du wirst Steine doch gleich aus dem... beim Angreifen diese Haufen. Die Sprengungen müssen einen angelockt haben. Aha. Oho. Das klingt nach Besuch. Jawohl. Na gut. Okay, der passt mir nicht. Ja, das wird nicht cool. Boah. Der passt mir ja mal gar nicht. Okay, zeig dich, Junge. Okay, okay. Hat mich trotzdem noch getroffen, Schwein. Wie kriegt er das hin? So nicht. Okay, der Kampf ist ein bisschen eklig. Ja, ich habe zumindest getroffen. Komm, komm. Gehen Sie ein bisschen. Okay. Ja gut, das war zu früh. Wow. Thank you.
Ja, der ist gleich hin, der ist gleich hin, der ist gleich hin. Na komm, 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 komm. Jawohl. Belastender kleiner Sack. Aber bringt gut Stuff mit. Steinbrecherherz. Warte mal, ich kann das nicht einsammeln? Warum nicht? Rohstoffe, 120 von 120. Das ist nicht gut. Ich brauche dieses Herz. Rohstoffe. Ich muss irgendwas rauskicken. Zerlegen. Zerlegen. Perfekt. Yep, ist es. Okay, das ist eine gute Sache. Das hat mir geholfen. Nun. Ja, jetzt soll ich wieder zurückgehen. Das gefällt mir aber nicht. Und ich möchte mir eigentlich den Steinbruch genauer anschauen. Aber das, was aussah wie eine Höhle, ist, glaube ich, gar keine Höhle. Es sah halt wirklich nur so aus. Ist ja doof. Okay, hier ist auch nichts. Ja, das ist jetzt blöd. Ich hätte gedacht, das wäre eine Höhle gewesen da hinten, aber ist es nicht. Das sind einfach nur Absatzhölzer. Mehr nicht. Na gut, dann wieder hoch zu unserem Dude. Das hier füllen wir mal auf. Dann können wir die direkt abgeben. Nachdem ich mich gut verwundet habe. Es wird langsam echt ein bisschen kritisch. Mit manchen Gegnern. Oh, das wird dir gefallen. Eine tolle Show. So, mein Freund. Ich habe da mal ein Problem beseitigt. So eine Maschine habe ich noch nie gesehen. Jo. Und auch keine solche Jägerin. Nimm das. Es ist aus dem Steinbruch. Aber niemand wird sagen, du hättest es nicht verdient. Möge das Licht stets mit dir sein. Besonders, wenn du Maschinen aus der Tiefe begegnest. Mhm. Blut auf Stein. Bemerkenswerte Belohnungskiste. Zum Glück kriege ich immer Belohnungskisten, denn mein Inventar scheint gerade ziemlich voll zu sein. Aber ich glaube, das kann ich hier recht leicht ändern. Was mich nämlich schon mal interessiert, ist ja dieser hier. Ach nee, da brauche ich Tramplerherz. Okay, Tramplerherz habe ich nicht. Kann ich schon was mit dem anderen hier anfangen? Sägezahn. Lanzenhorn, nee. Mit dem anderen Herz kann ich noch nichts anfangen. Okay, vielleicht für Ausrüstung gedacht. Panzerwanderer, Lohr, Metallgefäß, Brüllrücken, Stürmer, Langbein, Graser. Nee, tatsächlich nicht. Na gut, da ja aber nun aufgefallen ist, dass hier gerade ordentlich, mein Inventar vielleicht überladen ist. Und ich euch das Aussortieren mal wieder ersparen möchte. Kommt hier ein Mini-Cut, der niemanden auffallen wird. Und dann bin ich auch schon direkt aussortiert. Bis gleich. Und da ist es auch schon erledigt. Wie man hier sieht, wird da gerade eine ganze Menge entfernt. Und zwar eine ganze Menge. War gut, was auszusortieren, muss ich sagen. Das wird dir gefallen. Eine tolle Show.
Ja, yep, immer sehr gut was auszusortieren. Das läuft hier wirklich eine ganze Weile durch. Ah, jetzt haben wir es geschafft. Okay. Jetzt habe ich knapp 9000 Metallscherben. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das war jetzt frech. Na gut, das haben wir ja dann alles. Dann wäre das Panorama das, was als nächstes käme. Oh, das wird theoretisch eine tolle Show. Oh, das ist schön. Ich bin froh, dass ich angehalten habe. Okay, so weit kann es nicht sein. Das steht schon mal fest. Ich gehe mal von aus da oben drauf, hm? Gehe ich mal schwer von aus. Da. Okay, komme ich da hochgeklettert? Oder muss ich da einen Alternativweg finden? Ich sehe nämlich nicht so wirklich was Kletterfähiges. Muss ich mal so sagen. Das sieht wirklich eher danach aus, als wenn ich mir einen Alternativweg suchen muss. Karcher-Speerkämpfer. Die sind nicht so schlimm. Die sind halt da. Okay. Ich gucke halt dahin. Ach, da geht's da rüber. Wie komme ich denn vielleicht hier oben hin? Eigentlich auch bloß von hier. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Und das. Breitkopf. Okay. Ich bräuchte aber... Nee, auch nicht Läufer. Ich bräuchte was anderes. Na gut, es wird einen Weg da... obwohl, da geht's schon ein Stück hoch. Eigentlich wäre das gar nicht so doof, da zumindest... Hüpf, mal zu gucken. Lagerfeuer entdeckt. Ja, alles klar. Gehe ich doch mal hier rüber. Umkreise schon mal die Stadt, die doch sehr geräumig aussieht. Und gucke, ob wir hier irgendwie raufkommen. Hey, das sieht alles nicht so aus, als wenn ich da raufkomme. Hier ist auch nur eine Brücke. Hier könnte ich mich wahrscheinlich... Ja, das sieht schon mal gut aus. Ich sollte das mit den Pflanzen lassen. Zumindest mit denen, die mir keine Heilung versprechen. Vorerst. Denn da durfte ich vielleicht das ein oder andere sammeln. Und gerade verkaufen. Und das bringt nicht viel Geld, das verstopft nur. Heilendes ist immer gut. Hier komme ich nicht hoch. Okay. Hier komme ich, glaube ich, auch nicht drauf. Nope. Hier haben wir Breitkopf. Und nur Breitkopf. Yep. Sehr viel Breitkopf und eine Ratte. So viel und zum Thema Sicherheit. Ja, jetzt hab dich nicht so. Ich will ja hier eigentlich nichts machen.
will nur mal schauen, ob ich hier irgendwo hochkomme. Was aber irgendwie sehr schlecht aussieht. Okay. Au. Okay, das war jetzt nicht so der Bringer. Das habe ich auch schon mal besser gemacht. Okay, hier gibt es also nichts, wo ich hochkomme. Das ist halt schlecht. Oh, wie sie da alle aufgereiht sind. Okay. Nehme ich einfach frech davon noch mehr mit. Eisraureif. Ein Wächter. Liegt einfach im Wächter rum, okay. Sonst gibt's ja aber in dem Getümmel hier nicht wirklich was, oder? Nee. Auch nichts, was mich hochbringt. Da ist nur ein Vogel. Der mir nichts bringt. Das wird meinen Magen etwas beruhigen. Ich verkauf's dann im Endeffekt. Ich brauche nämlich, glaube ich, nur noch die blauen Sachen von denen. Der Rest ist nicht mehr wirklich relevant. Ich würde gerade sagen, kämpfen die da hinten? Aber nee. Tun sie nicht. Oh, hallo? Hier komme ich halt langsam, auch nicht hoch. Langsam. Ja. Nicht rumheulen, Aloy. Also ich glaube, ich komme da gerade nicht rauf. Das ist mir, glaube ich, gerade nicht möglich. Also kann ich das Ding, das Panorama erstmal ignorieren. Und weiter in die Stadt gehen. Hier werde ich auch nirgendwo raufkommen. Hier ist halt überall nichts. Nichts, was mich in irgendeiner Form darauf bringt. Warten wir der Dinge, die da kommen, um zu schauen. Dann kann ich diesen Marker da entfernen. Und dann geht's ab Richtung Ziel. Da kommt auch mal ein Händler und ein Dings da dazwischen. Da sagen wir natürlich Hallo und gucken uns an, was er zu bieten hat. Also so wahrscheinlich sowas wie Sorgen und Nöte zu vergessen. Sorgen und Nöte vergessen? Diesen Teil mag ich besonders. Noch ein Lagerfeuer entdeckt. Es tut mir leid, aber alle eingeführten Waren müssen untersucht werden. Das ist eine Frechheit. Wir sind treue Bürger. Wie lange müssen wir warten? Soll ich hier sitzen und warten, bis alles verdirbt? Ich dachte, Meridian wäre offen für alle Carter. Offensichtlich was nicht. Was Ursa passiert ist, hat nichts mit uns zu tun. Da scheint es Einlassprobleme zu geben. Die Maschinen werden immer gefährlicher. Aber was soll der Sonne? Da ist ein Händler direkt bei dem Tor. Wir haben andere Prioritäten. Alle kommen rein. Irgendwann. Ich habe keine Geduld. Nein, ich bin wach. Und wachsam. Verdammt.
Hallo, lieber Händler, warum konnte ich jetzt da einfach durchlaufen? Hat das einen Grund? Waffen. Hat du was Neues? Sieht nicht so sehr danach aus. Hast du hier was Neues? Sieht so nicht so sehr danach aus. Rohstoffe will ich nicht. Fallen und Tränke will ich nicht. Munition will ich nicht. Schatzkisten. Gratisprobe natürlich. Danke. Nur Geduld und alle kommen rein. Irgendwann. Mhm. Schönen guten Tag. Diese Tage sind längst vorbei. Okay. Was ist hier los? Olin ist irgendwo da drin. Und auch Erend. Der andere Fremde, mit dem ich vor der Erprobung gesprochen habe. Erend sagte, er würde mich seiner Schwester vorstellen, wenn ich nach Meridian komme. Er sagte, sie sei Hauptmann der Garde. Mhm. Das werden wir wohl schnell in Erfahrung bringen, gehe ich mal von aus. Das ist schön hier, muss ich mal so sagen. Na, lächelt mich da direkt eine Vorratskiste an. Okay, wir gehen mal weiter. Die Stadt ist abgesperrt, wegen des Mordes. Viel Glück beim Durchkommen, Fremde.